ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen auf meinem Kanal. Also, ich habe letztens im Cookidoo gestöbert und bin ganz durch Zufall auf ein Rezept gestoßen. Zartbitter-Erdnuss-Cookies, so heißen die. Ruhe! Wir haben hier heute einen kleinen Besuchshund hier. Und wenn der hier rumläuft, dann sind die anderen ein bisschen am Knurren. Also wundert euch nicht, falls ihr mal im Hintergrund ein Knurren hören solltet. Also, Zartbitter-Erdnuss-Cookies, die haben mich so vom Bild schon angesprochen und ich habe gedacht, die probiere ich einfach mit euch zusammen mal aus. Ich denke, die werden bestimmt richtig lecker und viel Spaß beim Zuschauen. Cookidoo zeigt uns gerade an, dass wir den Backofen vorheizen sollen, also Kochvorgang starten, Backofen auf 180 Grad vorheizen und bitte zwei Backbleche vorbereiten mit Backpapier, weil die hintereinander gebacken werden, die Plätzchen. Die sollen relativ groß sein. Ich glaube, ich mache es ein bisschen kleiner, aber ich schaue erst mal. So, also zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Jetzt 100 Gramm Zartbitterschokolade. Hier steht 70% Kakao. Ich habe nur 50%. Ich denke mal, das schmeckt mindestens genauso gut. Und 100 Gramm Erdnüsse, die müssen aber geröstet und gesalzen sein. Jetzt setzen wir den Deckel auf und werden das alles für zwei Sekunden auf Stufe 7 zerkleinern. Das war schnell und das war laut. Mal schauen, ja. Es sieht relativ, ja, also ich wollte sagen, es sieht relativ grob aus. Manche Stücke sind grob, manche Stücke sind klein. Ich denke, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Sonst müsste ich das wieder ein bisschen heller machen. Aber ich denke, ich lasse das jetzt so und fülle das jetzt um. Oder soll ich das nicht so lassen? Ich glaube, ich mache noch mal ein Sekündchen, weil da einige große Schokostücke drin sind. Also gehe ich noch einmal zurück. Reduziere die Zeit auf eine Sekunde und nochmal auf 7. So, gucken wir einfach nochmal rein. Oh ja. Oh ja, ich mache es mal ein bisschen heller für euch. Muss man immer hier auf dem Bildschirm tippen. Dann ein bisschen höher stellen. Genau. Ne? Ich glaube, das sieht jetzt richtig gut aus. Das füllen wir um. Oh, da ist ja unser Besucher. Wollt ihr den mal sehen? Tyson. Tyson! Tyson ist das! Hau ab, du kriegst gleich ein paar geknallt. Das ist Tyson, das Baby, ne? Das ist unser Adoptivhund von unserem Bekannten, ne? Der bleibt heute Nacht hier, ne, Tyson? So, den Mixer vor ich natürlich wieder. Schoko-Erdnussmischung umfüllen. Haben wir ja gemacht. So, jetzt geht es weiter mit 130 Gramm weicher Butter. Hier drin ist es mittlerweile schön warm. Deswegen ist die Butter wirklich schön ordentlich weich, wie es sein muss. Gut. 100 Gramm braunen Zucker. Und wir brauchen gleich auch noch 100 Gramm normalen weißen Haushaltszucker. Ein Ei. Das musste ich mir gerade bei meiner lieben Nachbarin Bea leihen, weil wir heute Morgen zum Frühstück Eier bekommen haben von meinem Mann und der nicht wusste, dass ich die noch für Plätzchen brauche. So, Teelöffelchen Backpulver habe ich mir hier auf den Löffel gegeben und ein Viertel Teelöffel Salz. So, das ist es gewesen. Deckel drauf. 40 Sekunden auf Stufe 4 schön miteinander vermischen. Nun die Hälfte unserer Erdnuss-Schoko-Mischung, die wir vorhin fertig gemacht haben, ganz am Anfang. Die Hälfte muss jetzt dazu. Na toll. Und mit 200 soll ich das mal wiegen? Das sind ja insgesamt so 200 Gramm gewesen. Dann gebe ich jetzt 100 Gramm hier rein.
zurück zum Rezept. Wieder den Deckel auflegen und 10 Sekunden auf dem Linkslauf, damit es nicht noch kleiner wird, auf Stufe 4 vermischen. So, aus dem Teig 14 Bällchen formen mit ca. 3 bis 4 cm Durchmesser, also es werden relativ große Cookies. Ich bin am Überlegen, ob ich die überhaupt so groß machen soll, weil mit 14 Cookies bei 5 Personen kommt man natürlich nicht so weit. So, und also je 7 Stück kommen dann auf ein Backblech und werden dann mit ca. 4 cm Abstand zueinander versetzt da drauf gelegt. Klar, die gehen natürlich ganz schön in die Breite. So, und wenn man so ein Bällchen Teig jetzt zubereitet hat, wird der hier in der restlichen Erdnuss-Schokomischung gewälzt, dass der also rundherum schön mit dieser Mischung bedeckt ist. Genau. So, und dann werden die Plätzchen nacheinander für 10 bis 15 Minuten bei diesen 180 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Gut, ja, und dann sind sie fertig. Also das Bild sieht einfach Hammer aus. Ich finde, die sind mega ansprechend, sehen wirklich sensationell aus. Und hier sieht man jetzt den Teig. Ich habe hier gesehen, hier an der Ecke ist noch ein bisschen heller Teig. Ich werde das einfach jetzt so ein bisschen lösen. Mal schauen. Oh, das riecht richtig, richtig schön nach Erdnüssen. Komisch. Sind ja auch Erdnüsse drin. So, zum Bällchenform werde ich mir jetzt Handschuhe anziehen. Ich kann es einfach nicht mehr haben, dieses Geklebe an den Fingern. Werde jetzt das erste Blech fertig machen und euch das dann natürlich zeigen. Ich schaue einfach mal, wie groß ich die mache. Ich zeige euch das gleich. Ich bin jetzt mit Handschuhen bewaffnet und forme jetzt hier die Bällchen. Kann ich schlecht einschätzen, ehrlich gesagt, wie das zentimetermäßig hier aussieht, aber ich wälze die jetzt mal hier drin. Das sieht schon mal gut aus. Noch mal ein bisschen in der Hand drehen und setze die jetzt hier aufs Blech. Nehme mir jetzt das nächste Bällchen und so weiter, bis dann der Teig aufgebraucht ist. Mit den Plätzchen bin ich jetzt fertig. Wie viel habe ich denn? 10, 12, 14, 16, 18. Ich denke mal, die werden auch schon relativ groß. Bei den letzten beiden fehlte mir jedoch noch hier diese Bröselmischung, um die da drin zu wälzen. Vielleicht habe ich die zu ordentlich drin gewälzt, ich weiß es nicht. Aber vielleicht würde ich beim nächsten Mal vielleicht 80 Gramm von dieser Erdnuss-Schokomischung nur in den Teig geben und dann 120 aufbewahren zum Wälzen, weil da geht wirklich noch einiges drauf. So, der Backofen ist ja vorgeheizt, 180 Grad Ober-Unterhitze. Ich schiebe jetzt das Blech rein. Ich gucke mal nach 10 Minuten rein, wie die geworden sind und dann hole ich euch selbstverständlich dazu. Wir wollen ja mal schauen, wie die geworden sind. Ne? Also, bis gleich. Schnuckis, das erste Blech ist fertig und ich bin ein bisschen überrascht, dass die, obwohl ich die Bällchen gar nicht so groß gemacht habe, schon so Riesenteller sind. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Aber optisch sehen sie super aus. Jetzt müssen sie natürlich nur noch schmecken. Das andere Blech schiebe ich gleich auch noch rein und zur Geschmacksprobe sehen wir uns gleich wieder. Ihr Lieben, die Kekse sind alle fertig, der Kaffee ist fertig. Und jetzt werde ich natürlich probieren. Ich habe das gerade so ein bisschen auf dem Teller angerichtet, dass das so für ein Trailer-Foto für das Video ganz nett aussieht. Ich hoffe, das gefällt euch. Und es sind, wie gesagt, obwohl ich die Kugeln gar nicht so riesig gemacht habe, sind es riesengroße Teller geworden. Deswegen würde ich euch empfehlen, die nicht zu groß zu machen. So, das ist jetzt der erste Keks, den ich mir genehmigen werde und bin mal gespannt, wie der schmeckt. Außen ist er schön knusprig. In der Mitte, wo es ein bisschen dicker wird, ist er so ein bisschen chewy. Kommt aber durch den braunen Zucker. Aber mir schmecken die mega lecker. Ich stehe ja auf Zartbitterschokolade und ich liebe auch Erdnüsse. Und diese Kombi musste einfach passen. Das wusste ich vorher schon. Mega. Man sieht
an meinen Fingern. Die sind noch lauwarm, aber ich konnte mich nicht beherrschen. Also die sind wirklich sensationell und ihr habt gesehen, super easy einfach. Bisschen zerkleinern, alles zusammenrühren und fertig sind super geniale Cookies. Ich denke mal, nicht nur ihr, sondern auch eure Kids werden drauf stehen. Deswegen kann ich die euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ihr wisst, ich würde euch nur etwas empfehlen, was mir wirklich selber richtig gut schmeckt. Und hier könnt ihr euch sicher sein, da macht ihr alles richtig. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch. Bleibt mir gesund und munter und bis bald. Tschüssi.